3% Damage. Scheiße! Nö. Ja, mir geht gerade die Hutschnur hoch. Wo kommt das Ding her? Boah, ich hoffe, der Recruiting-Job wird was, ey, sonst... Aber jetzt stellt sich mir die Frage, kann man die Recruiting-Jobs wirklich nur da oben bei der Firma abholen? Bei IGC? Oder tauchen die auf, auch bei anderen Firmen auf? Weil ich habe dann keinen Bock mehr, wieder von Las Vegas oben nach San Francisco zu dackeln. Warum musste ich jetzt am Pixel hängen bleiben? Okay, also was ich sagen wollte vom Hotdog her, wo ich den Hotdog gesehen habe, das wollte ich in einer letzten Folge von der letzten Session auch noch sagen. Zum Glück macht der Mann hier nur die Glüsen zu und will pennen. Stellen wir vor, die hätten das nur eingebaut, dass der hier noch mampfen muss, dann hätten wir, glaube ich, ein Problem. Oh Mann, das nervt mich jetzt schon wieder mit den 3%. Boah, hätte ich mal gespeichert, ey. Hätte ich mal gespeichert. Nein, im richtigen Leben speichert man auch nicht, okay. Naja, zahlen mal Lehrgeld. Dann machen wir es beim nächsten Mal nochmal. Aber ich glaube, das muss bei verschiedenen Firmen gehen. Diese Rekrut-Frachten zu bekommen. Also das heißt dann nicht mit dem Anhänger die Flucht ergreifen. Oh, ich könnte mich. Ich habe da diesen Vorsprung nicht gesehen, ehrlich nicht. Boah, das nervt mich jetzt schon wieder mal, das. Da rege ich mich gerade innerlich auf, dass ich gegen den Vorsprung gebrettert bin. Also die kann auch nur zwei Sprüche sagen, ja. Mein Blutdruck steigt, aber wirklich? Boah, da rege ich mich so weit von gerade auf über den kleinen Pixel da, wo ich dran hängen geblieben bin. Da steht wenig Beschädigung. Was heißt wenig Beschädigung? 3%, ist das noch im Rahmen oder nicht? Wir müssen gleich schon wieder tanken, sehe ich. Wir müssen auf jeden Fall tanken. Also mit 3 Strichen kriegen wir es nicht hin.
Okay. Naja, dann konzentrieren wir uns wieder auf die Fahrt. Bin da ganz aus dem Konzept jetzt raus. Aber ich hätte auch schon eine neue Idee für so ein realistisches Spiel. Wo Rapper Ethan so Stil sind. Wir fahren ja nur hin, koppeln an und fahren wieder weg mit der Fracht. Aber im richtigen Leben fährst du ja eigentlich dahin, steigst aus, gehst nochmal da ins Büro rein und holst du die Frachtpapiere ab und dann fährst du wieder los. Ich glaube, das nehmen wir. Ach. 5%. Also, das ist der Grund, warum ich eigentlich quatschen wollte. Das jetzt hier unten rum schneller über die Land. Ich mache jetzt etwas, was ich normalerweise nicht mache, Leute. Das mache ich normalerweise nicht. Nee, also ich will diese Fracht haben. Ich will diese Fracht haben. Unbedingt. Ich will das. Und ich habe keine Lust, jetzt mehr als 5% zu bekommen. Also sorry jetzt dafür, dass er jetzt gesehen hat, dass ich so ein klein bisschen cheate. Das mache ich normalerweise nicht, aber okay, wir fahren hier rum nach Las Vegas. So, 3 Striche haben wir noch. Wie weit kommen wir damit? Die Frage ist, wie viel Zeit verbrauchen wir? Also hier darf ich mir jetzt diese Schnitzer nicht erlauben. Gegenverkehr überholen und so weiter. 5% ist mir schon persönlich zu viel. Ich hoffe, wir haben Glück und der Kommissionierer, das Pharma-Kaffee, sieht darüber hinweg, dass vielleicht ein paar Tüten etwas zerknittert sind. Na, hier passen wir uns mal an. Und ja, bin ich stehen geblieben. Ja, genau. Mit dem Frachtpapiere abholen und so. Dann wieder einsteigen, losfahren, zum Pförtnerhäuschen fahren oder zur Waage sich wiegen lassen. Da wieder aussteigen, Frachtpapiere. Also ein bisschen realistischer, dass man aussteigen kann aus dem LKW. Sich mal das gute Stück mal von außen angucken kann oder so. Weil so sitzt ihr eigentlich nur hier im LKW drin, hier bei den Spielen. Und du machst ja eigentlich noch mehr als nur im LKW sitzen. Na klar, während der Fahrt schon, aber
so zwischen, wenn du da deine Fracht abholst oder wenn du angekommen bist am Zielort und die Fracht abgibst, hätten sie auch so einbauen können, dass du dann noch so durch die Büros laufen kannst. Sowas wie GTA, nur halt ohne Schießerei. Apropos ohne Schießerei, ey. Die fahren hier, meine Herren. Aber wir sind schneller, als wir über die Autobahn gebrettert sind, sehe ich gerade. Wären, meine ich. Hätte ich jetzt echt nicht gedacht. Was war das denn da jetzt? Auf linken Seite. Ey, hier ist doch bestimmt schneller als 55, oder? Oder kommt der Rote nicht in Wallung? Diese Spiele auf Autobahn hier, diese komischen Grafikspiele hier, die Effekte, die haben mehr was von Wasser. Es wird dreispurig, Leute, aber wo muss ich gleich hochfahren? Jetzt fährt der Rote zur Seite. Der hat gebremst. Okay. Las Vegas. Du mit deinem Smokey. Aber jetzt brauche ich eine Tankstelle, Leute. Jetzt brauche ich eine Tankstelle. Ah, wir sind, wir fahren in die falsche Richtung. Sonst müssen uns die gelben Engel gleich wieder befüllen für 2000. So, jetzt kannst du mich mal am Popo lecken. Herr Smoky. Naja, ja schon, aber... nee, also die blonden Engel, sage ich schon wieder. Die gelben Engel, die müssen uns gleich wieder befüllen. Aber wie gesagt, das hätten sie jetzt auch machen können, dass man eigentlich nur einen Reservekanister hat, so 120 Liter drin sind. Wenn dann liegen bleibst, dass dann aussteigst... Und dann noch den Sprit nachfüllst, richtig. Also ich hätte da schon ein paar Ideen für eine Simulation. Okay, wie gesagt, ich darf nicht quatschen und Auto fahren. Ja, ich break dich gleich auch, du. Okay. Ich muss mir echt was angewöhnen, langsamer zu fahren. Nur wirklich im Notfall schneller. Wenn die Zeit knapp wird, ansonsten passiert das, was mir die ganze Zeit gerade passiert. Ein Strich. Also merken die Roten, die schleichen immer und die anderen, die sind schneller, okay. Herr Grünschnabel. Right in front of me, sind wir das? Nein. Ah.
Was ist das? Reparatur? Truck Scales. Okay, da müssen wir auf jeden Fall raus. Aber das ist nur eine Reparatur, ne? Keine Tankstelle. Closed. Oh, wir sind da gleich da. Wo müssen wir denn hin? Nach Scarred One? Oder heißt das Scarred Toon? Was? Noch 14 Stunden? Ey, der Truck ist zu schnell. So, wetten wir bleiben jetzt liegen. Ja, wir sind jetzt in Ewigkeit nicht mehr hier gewesen. Hallo Las Vegas. Viva Las Vegas. Viva Lala. Oder so ähnlich, ne? Was weitergeht, weiß ich leider nicht. Ey, wenn wir jetzt nur 14 Stunden Zeit haben. Wir sind doch richtig, ne? LV, ne? Ja. Und da ist Scarred One ja auch schon, so wie es aussieht. Aber ich lach mich tot, jetzt gleich direkt auf den Hof bomben. Kein Benzin mehr. So, ich bin jetzt mal ein bisschen still. Ich sag jetzt mal bewusst nichts. So, ich konzentriere mich jetzt einfach nur mal. Probieren wir abzukoppeln. Okay, Damage Penalty, Total Penalty haben wir nicht. Wir sind pünktlich 13 Stunden sind wir schon zu früh, ey. Wow. Hätte ich jetzt echt nicht gedacht. Okay, das ist nur für eine Firma mit zwei Sternen ausgelegt, der Job hier. Ja, wir haben es geschafft. Wir haben eine Lizenz zwischen San Francisco und Las Vegas bekommen. Lizenz Level 2. Sehr schön. Also es funktioniert so. Oh, Company Waiting in... guckt mal. Also man kann das Waiting durch... auch durch diese Jobs erhöhen. Jetzt haben wir nämlich 3,5. Wow. Wow. So, jetzt können wir Folgendes machen.
Nein, ich wollte Licht ausmachen. So, jetzt können wir mal versuchen. Da seht ihr, jetzt haben wir hier San Francisco und Los Angeles. Jetzt können wir uns alle verfügbaren Jobs anzeigen lassen. Okay, jetzt können wir nämlich Mikey hier reinsetzen. Oder Mickey, oder wie er heißt. Ach, so geht das. Du musst nicht reinziehen, du musst einfach draufklicken. Ah. Ich würde sagen, wir lassen ihn erstmal damit fahren, bevor wir ihm den anvertrauen. Weil ich habe das auch schon bei Howling gehabt, dass ich da jemanden einen Job gegeben habe und der ist dann entweder zu spät oder mit 20-30% Beschädigung der Fracht angekommen, wo ich mir dachte, ups. Gut, lassen wir ihn fahren. Okay, er ist noch am Ratzen, so wie es aussieht. Sehr schön, sehr schön. Und was wir jetzt auch machen können, hier könnt ihr sehen, welchen Truck er hat. Und hier sind auch die Skills hier angehoben worden. Seht ihr da vier, die haben die sogar vier Sterne teilweise. Okay. Muss man wissen, was ich jetzt eben mache. Ich werde den wohl den T1000 gönnen, oder? Na, oder soll er damit anfangen? So wie wir. Der T1000, der verschlingt uns gleich unser ganzes Geld, was wir gewonnen haben, aber... Ich würde sagen, wir gönnen ihm den hier. Komm, machen wir. So, damit haben wir jetzt einen zweiten Truck, einen zweiten Fahrer bei uns an Bord. Der kann jetzt von San Francisco nach L.A. fahren. Okay. So, dann bin ich mal gespannt. Jetzt können wir schon zu zweit fahren. Ach, wir sind ja in Las Vegas, wo keine Ta... ja. Erinnert ihr euch noch an die letzte Aufnahmesession? Na, das war die vorige, wo ich hier gefahren bin. Tankstelle, Tankstelle, Tankstelle. Ich habe ein Déjà-vu. Wir müssen gleich die blonden Engel, die gelben Engel anrufen. Ich habe gedacht, das wäre eine, aber... Moment. Die nächste wäre in Phoenix, so wie es aussieht. Versuchen wir dahin zu kommen. Viel Geld haben wir noch. Naja, die gelben Engel, die, ich glaube, die retten uns nicht, weil wir haben kein Geld. Ha, 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 ha. Ach, er mit seinen Double Nipples schon wieder.
So, bin mal gespannt, wie lange die Zapfsäule jetzt noch hält bei uns, der Reservetank. Gott, ich sehe gerade überhaupt nichts. Wir müssen im nächsten Seil wieder reparieren lassen. Ich bin gerade höchst konzentriert. Und ich frage mich, schaffen wir es? Schaffen wir es nicht? Wenn wir es nicht schaffen, tanken uns die blonden Engel, die gelben Engel wieder auf. Was habe ich mit meinen blonden Engeln? Ich habe keine Ahnung. Guck mal, er hat sein Dick wieder ausgepackt, ey. Ich werd weich. Okay. Willkommen im Nirgendwo, in der Pampa, in der Wüste. Wie macht man SOS? Oder soll ich nicht, ne? Boah, ich kann das Morse-Alphabet schon gar nicht mehr. Komm, bleiben wir hier stehen, genießen ein bisschen die Aussicht. Ah, ja, so. Oh, schön. Sternklarer Himmel und in der Wüste. Kein UFO, kein nichts. So, hier bleiben wir jetzt stehen und... Ja, was machen wir jetzt hier? Ich könnte 112 rufen. Ne, Quatsch, 119 ist es hier. Aber ich halte mal die Klappe, genieße mal die Aussicht. Ich glaube, ich steig mal aus und zeig mein Bein. So eine Art Tramper. Schön hier, einfach nur mal stehen bleiben. Okay. Wir versuchen mal die... Die soll nicht mein Truck reparieren. Back to the road, bitte. Moment, haben die uns jetzt für Nöppes? Moment, haben die... Die haben uns für umsonst aufgetankt. Kann ich jetzt nicht glauben. Ja, du hast to detour, we're on the road again. So. Was habe ich jetzt gemacht? Hallo? Was? Ah ja, die Music Box von 18 Wheels of Steel. Laser Hammer Down.
Ja klar, ist alles still, weil wegen... Ich habe ja Ton ausgeschaltet. Da ich keine Ahnung habe, ob die GEMA mir rein... Ob YouTube mir ihren Kontentreffer reindrückt, wenn ich die anmache. So, wir fahren jetzt bis zur nächsten Tankstelle und dann ist die Session für heute beendet. West Area, okay. Das würde mich jetzt mal echt interessieren, ob uns die gelben Engel für Nöppes aufgetankt haben. Ja, und weil es so schön war, holen wir uns gleich noch einen Hotdog. Ja! Komm, tanken wir auf. Fill in, fill out. Wie viel kann ich denn füllen? Für 900, okay. Einmal füllen 900 bitte, danke. Money haben wir nur noch 400. Gucken wir uns mal an. Na, heute ist da, okay, am Freitag. Der fährt morgen erst los, der kann so lange noch... Nee, warte mal eben. Okay. Ja, der kann sich noch ausschlafen. Der Mickey. Wir haben es geschafft, eine Lizenz zwischen San Francisco und Las Vegas zu ergattern. So. Wir haben einen Angestellten. Wir haben jetzt 3,5 Sternchen. 6 Wochen. Seit 6 Wochen existieren wir im Spiel. In Echtzeit ein bisschen länger. Ich glaube 2012, ne? Na gut, das war's für heute. Ich wollte eigentlich nur gucken, ob das funktioniert. Die Fahrt wollte ich eigentlich erst in der nächsten Aufnahme machen, aber ihr wisst ja, erstens kommt es anders und zweitens als man denkt. Ey, guckt mal. Die haben uns für Nöppes, ey. Hat das gewirkt, dass ich mein Bein rausgehalten habe? Ich glaube, das war eine Mechanikerin, ne? Und yeah. Okay. Dann machen wir für heute Schluss. Ich steige jetzt aus und hole mir dann Hotdog da hinten. So. In 15 Sekunden macht mein Männchen die Augen zu. Also ich würde sagen, wir machen auch die Augen zu, legen uns hin. Ich wünsche euch noch einen schönen Rest Samstag. Ansonsten sehen wir uns dann später wieder. Bis bald, euer Wehofner. Tschüss.